Шолом алейхем. Дем 29. Май 1908 із інем українішен штейтл Красне, ніж двайт фун Вінниці, гібурн геворн дир поет Шіке Дріс. Ерс гівакснен на свіве фун ідише Балмелухес, велхобн штендік швер георовет, обер ніж фар лоєрндес гефіл фар гумор, фар ашарп вертл у на фрейлахн лід. Mit dem Strom von Bräusiger Volkstümlich geht, ist durchgesappt Dries Schaffung von dem ersten bis zum letzten Lied. Hat geträumt zu werden als Skulptor, weil von Kind bei Sohn hat gemalt, geklebt, geschnitzt, nur der echte Talent seiner hat sich entpflegt in der Dichtung. Bei ihm ist der Gefahrener Lied mein Schüssele, a der Meinung von seiner eigener Kindheit. Itze kitze, kotinja, hoba schüssela za, nit von Eisen, nicht von Blei, nit von dinem Parzellai. Hobe misten auf der Nacht, mit der Piate dus gemacht, auf a Steschkele von Lehm, wenn ich gelaufen bin a ihm. Soll von dem der Salavei noch ein Singen, Trinken, Tee. Die erste Liedersammlung hat Dries herausgelost in 1930, die zweite in 1934 und weiter ist bei ihm gewesen sehr ein größer Überreis, weil von 1934 bis 1947. Jahr hat gedient in der Armee wie ein Offizier in der Grenzmilitär. In doch ein Poet für Kinder hat Schicke Dries verloren die Meuschelach und Schleumelach, welche haben gekonnt verstehen seine heimliche Lieder und Meißelach. Und auf viele Divus haben sich geraten wird von dem größten Feier, ob Meuch nicht gekonnt verstehen dem Dichters Wörter. Nur hat sei wie sei geschrieben und geschrieben, unaschir und unaneg, geschaffen, emesische Devers. Die Lieder von Schicke Dries sind übergesetzt geworden, kemat auf alle Sprachen, auf welchem hat gerät in Rattenverband. Nicht ein Animatiefilm ist gemacht geworden, leut seine Meißelach. Und oft, ob sei die Kinder und sei die Erwachsene, keine Ahnung nicht gehabt, als die originelle Sprache von die wunderlichen Lieder und Meißelach ist Jiddisch. Gestorben ist Schicke Dries in Moskau in 1971. Und zum Sof, lassen wir sehen, einen von solchen Animatiefilmen, laut Schicke Dries, wo es heißt, Helmer Minjogim.